die Berge anpassen. Alter, warte, okay, ein bisschen was haben wir noch zu tun. Ich hoffe, dass wir das so eine Stunde oder so durchhaben. Jetzt hat Microsoft sich, was Minecraft angeht, die Windows-Version 10 dazu durchgerungen, doch das Update so ein, ja, rauszubringen, dass du jetzt auch mit Pocket Edition Usern zusammenspielen kannst und sowas. Wie gesagt, angekündigt ist, auch in der Beschreibung und so weiter, Windows 10 User, Pocket Edition User, Xbox User, alle können zusammenzocken. Ob es funktioniert, müsste ich mir irgendwann Lara mal wieder schnappen, wenn sie mal wieder da ist. Und das Ganze mal ausprobieren. Das wäre natürlich richtig nice, da zusammen auf der Welt zocken zu können oder so. Jetzt so plattformübergreifend. Da kannst du dann alle möglichen User zusammenholen. Und da mit den anderen zocken. Ey, das ist genauso geil wie mit Rocket League dann. Das ist ja auch möglich. Also plattformübergreifend. Bei Shootern, wie gesagt, kann ich es verstehen. Aber jetzt so Rocket League oder FIFA oder so. Da sollten sie es allgemein immer zur Verfügung stellen. Gerade FIFA. Du hast nicht wirklich Vorteile, was Tastaturzocken angeht. Gegenüber Joypad-Zockern. Das ist ja auch bei Rocket League. Ich finde es sogar schwerer mit Tastatur zu spielen als mit einem Joypad. Deswegen habe ich mir den Joypad dran geklemmt, um ein bisschen mithalten zu können. Wie lange das dauert, alter Vater. Hätte denn jetzt die Updates oder nicht? Einfach mal laufen lassen. Mal gucken, ob es funktioniert. Fertig und ziehen wir jetzt gleich nochmal. Ich weiß, dass ich den ganzen Boden eh rausklatschen muss, weil er in Erde rein muss, aber ja, Hauptsache das Gröbste ist weg. Okay, zwei Ebenen noch, hoffe ich doch. Jo, zwei Ebenen noch. Haben wir es auch geschafft. Dann fangen wir mal an. Erstmal die ganze Wiese hier weg. Weiß, jetzt bin ich am Jammern, so von wegen, anpassen, dies, das, jenes. Aber ich denke mal, später, wenn ich den Stall hier stehen habe, ein bisschen weiter weg vom Haus und dann nur den kleinen Garten da im Haus, werde ich wieder zufrieden sein, keine Ahnung. Ja, bestimmt wird es sein, jetzt bis verzaubern, die ganzen Level noch zusammenzubekommen, aber. Why Vendetta, lustig. Ich hoffe, das ist gleich Out-Effekt. Dann können wir
wieder einen Platz freigeben. Komm, hau weg. Ja, komm, Feuerstein brauchen wir nicht. Feuerstein kriegen wir später, denke ich mal, auch noch genug zusammen. Da ist die Schaufel weg. Ja, danach noch eine Ebene, dann hätten wir es ja eigentlich. Aber nun gut. Jo, Vendetta, danke dir. Das wünsche ich dir natürlich auch. Wobei dir noch eher wie mir. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr mit Weihnachten abgeschlossen. Komplett. Die neue Familie, die ich hatte, die ja, existiert zwar noch, aber es hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Also ich wurde dieses Jahr abgeschossen. Wurde Tschüss gesagt und für mich ist Weihnachten weg. Das sage ich ganz ehrlich. Aber ich wünsche dir und deiner Familie, beziehungsweise euch allen und euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest. Auf jeden Fall einen gesunden Rutsch ins neue Jahr 2017. So. Na, es hat alles dieses Jahr nicht gepasst. Es ist nicht mein Jahr, bin ich ehrlich. Es ist voll nicht mein Jahr. Ging alles in die Hose. Angefangen mit Gesundheit. Bis hin zum Jobverlust. Und jetzt natürlich auch. Ja. Da die Frau, die man eigentlich. Ja, vom Herzen liebt, weg ist. Aber nun gut. Egal. Hat nicht sollen sein. Erde, Erde. Da rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da rein. Irgendwo haben wir auch graviert. Ich weiß bloß nicht wo. Irgendwo haben wir Gravier mit drin. Hier oben. Ich wusste irgendwo, ich wusste bloß nicht mehr wo. So, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Oh, ich hoffe, Laptop, du updatest ohne Scheiße. Bitte mach nicht so einen Stress jetzt. Ich will nur die Windows-Updates drauf haben, dass ich die Problemchen weg habe. Es regt mich volle Kanne auf. Wie gesagt, wenn wir jetzt die Ebene weg haben, werde ich auf jeden Fall den Berg noch anpassen. Das Ganze nicht so dahingeklatscht und hingeschissen aussieht. Ja, dann ist das hier auf jeden Fall die Fläche für den Stall, die Stallungen, die ich halt vorhabe. Und ich denke mal, da ist mehr Platz wie genug. Da werden wir auch irgendwann Pferde mit reinordern. Ansonsten können wir den nach hinten noch erweitern. Das ist nicht das Problemchen. Das Problemchen wird sein, genug Level zusammenzubekommen für die ganzen Verzauberungsarten, die wir halt brauchen. Für die Rüstungen, für die Waffen, für die Werkzeuge und so weiter und so weiter. Das wird das größte Problem werden. Aber nun gut. Herausforderungen und dann, wenn wir alles soweit zusammen haben, machen wir uns auf. Guck mal, dass wir diese Festungen da finden, wo auch die ganzen Zauberer drin sind mit den Adventures und Quests und keine Ahnung was. Jetzt mit drin sein sollen. Und wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass man diese Flügel nicht nur im End findet, sondern auch in irgendwelchen ja, Kisten von den Festungen oder sowas. Keine Ahnung, wie ich darauf komme,
Aber ich will mich damit nicht abspeisen lassen, dass man diese Flügel wirklich um End bekommt. Wobei es ja mittlerweile auch Raketenflügel gibt, also per Raketenantrieb. Und ich denke mal nicht, dass man die nur in End findet. Kann ich mich vorstellen, ganz ehrlich. Hallo Höhle! Frau Höhle! Frau Höhle! Okay, wie haben wir gesagt? Da können wir dann wegtun, da können wir wegtun. Ne, ich meine nicht diese Festungen, die du mit diesen Enderaugen findest. Sondern, es gibt neue Festungen, also so questmäßig aufgebaut. Und, ja, die sollen halt mit einem der Updates rausgekommen sein. Und da bin ich halt gespannt drauf. Also wirklich mit Quests und so weiter. Mal schauen. Die Festungen, glaube ich, die du meinst, sind die, wo du die Enderaugen für brauchst. Beziehungsweise die Enderperlen, die dich dahin ordern. Aber die meine ich halt nicht. Das sind wirklich diese Enderfestungen. Und, oh Mann, da schießt mir runterfall. Und, ja. Hier gibt es halt noch was anderes. Echt? Die sind das? Okay, 40.000 Blöcke. Nee, mach mir keine Angst. Oh, Scheiß. 40.000. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit? Woran erkenne ich die denn? Ja, es gibt ja einmal diese Enderfestungen, wo du die mit den Enderaugen findest. Das sind ja die auf der normalen Welt. Dann gibt es die Netherfestungen. Und es gibt ja auch diese, ja, mittlerweile Questfestungen, wo Zauberer und keine Ahnung was drin sind. Ah, okay. Ja, okay, dann scheinen es wirklich diese Festungen zu sein. Ja, krasser Scheiß. 40.000 Blöcke. Alter Vater. Ja, dann bin ich ja froh, dass ich da oben die Villager eingesperrt habe, die dann hochpushen kann. Um vielleicht Glück zu haben, irgendwann diese Karte kaufen zu können. Du musst einen was? Du musst mit einem Villager die ertauschen, sonst weißt du nicht mal ansatzweise, wo die sind, okay? Okay, gut zu wissen. Krasser Mieste. Das ist echt krass. Jetzt geht's hier noch weiter. Dann mal wieder hier. Monsieur verzauberte Spitzhacke. Boah, über 40.000 Blöcke, ey, das ist wow. Darf ich gar nicht drüber nachdenken, ich kriege wieder Kopfschmerzen. So. Fläche. Ich weiß gar nicht, ob das nicht doch zu groß war, ey. Na, egal. Ich denke mal, ich werde jetzt
zwar jetzt gerade bereuen, aber im späteren Verlauf bin ich dann doch froh, wenn ich die ganzen Schafe mit diesen unterschiedlichen Farbgebungen dann in meinem Stall drin habe, dann, ja, denke ich, bin ich ganz froh, dass ich das so groß gemacht habe. So, komm mal hier weg hier. Oh, schon wieder voll. Statt an so raketenangetriebene Flügel sollten die mal Rucksäcke mit reinbringen. Also in das Vanilla Minecraft, das wäre natürlich schon richtig nice. Mein Nico, grüß dich. Okay, Nico, neuer Stand. Wenn du wirklich am 27. anfängst, ich habe jetzt doch frei. Bin nämlich auf Arbeit, ja, ich will mal so sagen, ein bisschen zusammengeklappt. Auf dem offenen Gabelstapler und bei der Fahrt von dem Scheißgefährt geploppt. Also meine Erkältung hat mich dann doch im Griff gehabt und ja, jetzt bin ich krank geschrieben. Darf auch anstatt ein normales Antibiotikum ein richtig übles Breitbandantibiotikum entnehmen, was mich gestern den ganzen Tag hat verpennen lassen. Aber naja. Ich denke mal, wie gesagt, dass ich am 27. dann mit am Start sein werde, zumindest so gut ich kann. Und ich ein paar, ja, bei ein paar Games unterstützen kann. Ja, beschissen, dass es mir schlecht geht, ist eine Sache. Aber die Erkältung schleppe ich jetzt schon eine Weile mit. Und ich bin ganz froh, dass es dann doch so passiert ist. Weil Arbeitgeber hat mich nicht nach Hause geschickt und da hat er mich nach Hause geschickt, weil ihm dann doch ja, klar geworden ist, ich simuliere nicht so, ne? Und klar, ich denke mal, dass ich irgendwas erwarten kann, werde, was weiß ich nicht was, aber hey. Scheiß der Hund drauf. Aber dank dir. Wo du das gerade austest. Erstmal danke für den Loot auf jeden Fall. Ich habe das Ganze jetzt über mein Tablet laufen. Ich bin mal gespannt, ob das dann gleich da angezeigt wird. Weil mir wird das zu eng auf dem Bildschirm. Ich bräuchte eigentlich einen dritten Bildschirm mittlerweile, aber ich krieg den hier nicht untergepappt. Ich habe echt überlegt, machst du den irgendwie dran, klemmst den dritten Bildschirm an, aber das klappt nicht. Ich habe da noch so einen uralten 19-Zöller. Also wirklich so einen viereckigen. Alle können einen neuen PC-Grafiker. Ich bin so neidisch auf euch, ne? Ich will auch. Ich wünschte echt, ich würde einfach im Lotto gewinnen. Oder die Verhandlung würde vorgezogen werden. Ich würde den ganzen Scheiß gewinnen und die Kohle kriegen. Ich würde auch so gerne aufstocken. Im Allgemeinen. Aber immerhin hast du die Sachen bekommen, die du halt wolltest. Und das ist natürlich... Ach, Nintendo Switch, da siehst du es auch noch. Ach, fuck, es sind so viele Sachen. Wieder Wehmut auf, bin ich ganz ehrlich. Am 27. macht Neko einen 24-Stunden-Stream. Und ursprünglich war ich da eigentlich arbeiten. Und jetzt ist halt, wie gesagt, so, dass ich dann krankgeschrieben bin und dann doch sein kann. Auch da sein kann, nicht da, nicht sein kann. Ja, und da werde ich mal gucken. Also wie gesagt, wenn da das ein oder andere Spiel ist, wo man auch hat und mitspielen kann, ja, warum nicht, ne?
Was? 200 Euro? Wo hast du die denn bitte her? 200 Euro ist ja nichts. Auch 200 Euro GTX 1070 haben.